Guten Morgen aus dem Disneyland Paris. Ja, das ist unser zweiter Tag und wir sind jetzt hier und wollen natürlich jetzt noch das Fantasyland sehen. Das haben wir gestern gar nicht geschafft. Das heißt, wir haben also noch vieles auf unserem Programm und ja, wir waren ja gestern auch noch gar nicht in Shops, beziehungsweise haben wir euch das noch gar nicht gezeigt. Das wollen wir natürlich heute nachholen. Es gibt viel zu sehen, das alles und noch viel mehr, denn es ist wieder Time for Disney. So, jetzt stehen wir hier vor dem Dornröschenschloss und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Fantasyland, denn da müssen wir durch das Schloss durch und sind dann direkt im Fantasyland, oder? Alles klar. Okay, let's go. Unsere erste Destination wird jetzt erstmal Dumbo sein. Ne? Wir waren ja gestern schon auf einer ähnlichen Attraktion im Walt Disney Studios mit Aladdin. Ja, jetzt gucken wir mal einfach hier mit Dumbo. Dumbo, den Film kennst du auch? Natürlich kenne ich den Film. Ja, okay. Auch aus den Live-Action-Verfilmung? Oder? Also ich kenne beide Filme. Einmal den Originalen von damals und auch einmal den neuen gemachten. Finde ich beide mega gut gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall gibt es dann hier zwei Attraktionen übrigens im Disneyland Paris. Einmal Casey Jr. hatten wir ja beim letzten Disneyland-Blog die Lieblingsachterbahn vom Florian. Schöne Grüße an Florian. Aber jetzt gehen wir erstmal hier auf den Dumbo-Flight. Und ja, würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Fahrt. Jetzt geht's los. Ja, jetzt musst du nur nach oben fahren, ne? Lieber Mike. Auf jeden Fall hat man. Ja, muss nach oben. Auf jeden Fall hat man hier natürlich einen sehr schönen Überblick, wenn der Mike das mal hinbekommt, dass wir auch oben fliegen über das Fantasyland. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal hier auch mitzufahren. War jetzt auch gar nicht so lang von der Wartezeit her. Ja, der Mike macht jetzt natürlich auch ein paar Fotos, ja, aber er sollte sich beeilen, weil natürlich gleich auch die Fahrt wieder vorbei ist. Aber ich glaube, es hat geklappt, oder? Ja, hat alles super geklappt. Genau, richtig, ja. Ist auf jeden Fall schon sehr schön hier oben. Also man sieht auf jeden Fall noch so einiges. Und ich weiß auch schon, wo wir gleich als nächstes hingehen werden. Übrigens ist auch eine Fahrt im Dunkeln sehr empfehlenswert, weil das sehr schön beleuchtet ist, diese Attraktion, kann ich nur empfehlen. Aber dafür müssen wir leider ein bisschen warten, bis dann auch wieder die Disney oder Disneyland auch wieder abends noch geöffnet hat. Das wird wahrscheinlich etwas dauern, aber wahrscheinlich in der Weihnachtszeit, wenn es dann früher dunkel wird, dann wird es sicherlich klappen. Ja, das war auch schon die Fahrt mit dem Flying Dumbo und genau. Wir steigen erstmal aus. So, während der Mike gerade noch einer am Rauchen war, mal wieder, habe ich mir jetzt gerade erstmal was Leckeres geholt zum Essen. Und zwar ist das hier eine leckere Mickey Mouse Waffel mit Puderzucker. Ja, der Florian hatte beim letzten Mal die Darth Vader Waffel gehabt und ich habe heute mal die Mickey Mouse Waffel. Ich bin mal gespannt, ob es genauso lecker schmeckt, beziehungsweise auch genauso heiß ist.
Du hast ja schon quasi was gegessen, ne? Deine Schokocroissants, glaube ich, ne? Genau. Genau, richtig, ja. Und natürlich, ich glaube, Raucher oder so, den reicht, glaube ich, auch mit der Zigarette und Kaffee und was ist nicht alles. Ne? Kaffee jetzt nicht so, aber nee? Zigarette und Wasser. Ach so, okay, Wasser reicht auch. Ja, wobei du hattest, glaube ich, heute Morgen auch deinen Red Bull, ne? Genau, Ja, dann bist du ja richtig ja, topfit jetzt mittlerweile. Ja. Ich werde jetzt erstmal schnell essen und ich muss mich beeilen, weil natürlich auch die Wespen mir ein bisschen nerven, muss ich sagen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir da gleich noch weiterziehen. Wir werden ja auf jeden Fall hier noch so einige Attraktionen im Fantasyland abklappern. Jetzt ist mal wieder Fototime angesagt und diesmal sind es Charaktere von Alice im Wunderland. Das sind nämlich die beiden Zwillinge, mit denen wir jetzt ganz gerne Fotos machen wollen. Und das ist eigentlich ganz schön, denn die sind direkt hier neben Matt Tika. Hallo. Okay, thank you. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal in eine Attraktion, wo ich bei meinen letzten beiden Besuchern zwei völlig verschiedene Meinungen habe. Und zwar der eine, der feiert diese Attraktion total, allein schon wegen der Musik. Und der andere fand die im Grunde total kitschig. Mal schauen, was du jetzt dazu sagst. Jetzt kommt die Meinung Nummer 3 dazu. Genau, denn es ist wieder Time für Disney. It's a Small World. Hast du denn schon eine ungefähre Vorstellung, was es sein könnte? Da ich meine Augen ja überall habe, sehe ich es im Augenwinkel schon. Ja, rot. Das könnte eventuell was mit Wasser zu tun haben und mit einer Rundfahrt. Okay, ja, das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Aber sonst hast du noch keine Ahnung, was es sein könnte. Kein bisschen. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Aber vielleicht kannst du ja was mit dem Namen anfangen. It's a Small World. Es ist eine kleine Welt. Eine kleine Welt. Aber du kannst, von früher konntest du dich nicht mehr dran erinnern, ne? Nee, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, der war ja auch gar nicht drauf. Also. Das kann auch sein. Wobei ihr wart relativ lange hier im Park. Genau. Ne? Wie lange wart ihr hier? Insgesamt 5 Tage. 5 Tage und damals gab es ja nur den Disneyland Park. Also ich frage mich dann immer, was man da so alles so macht, aber klar, man, vor allem wenn man ein kleines Kind ist, dann macht man ja viele Sachen nochmal und braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, ne, mit allem Pipapo. Ja, wir haben eigentlich sehr viel geschafft, aber man braucht wirklich auf jeden Fall 2 Tage, sonst kriegt man das gar nicht alles hin. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was du gleich dazu sagen wirst, wenn wir aus der Attraktion wieder raus sind. Ja, man hat gerade schon gehört, ne? Deutsche Stimme, das ist auch wieder so eine der Attraktionen, wo man auch die deutsche Sprache hört. Also eine der ganz wenigen. Ja, da sind wir gerade raus aus der Bahn und ja, und was sagst du als dritte Meinung? Es ist natürlich also, für Kinder, ist ja klar. Ne? Ne, wenn man den Hintergrund weglässt, ist es für Kinder, die Musik ist anstrengend, aber trotzdem irgendwie schön. Ich bin da geteilter Meinung. Ich fand es halt toll, es war schön zu sehen. Die Musik war schon anstrengend nach der Zeit. Ja, weil man natürlich so in der Dauerschleife das dann so hört. Genau, It's a Small World, das ist eine kleine Welt. Ursprünglich war das vorgesehen für eine Weltausstellung in Amerika, ich glaube in New York war das. Man hat also Disney hatte die Attraktion dort aufgebaut und weil die halt dann so erfolgreich war, haben die dann damals in den Disney Parks aufgebaut und das ist jetzt eigentlich ein Klassiker. Man findet diese Attraktion in allen Disney Parks und ja, also es ist immer Geschmackssache und man hat ja gesehen, vor uns war ja auch eine mit Kopfhörern.
Wobei ich glaube, die hatte glaube ich eher einen Hörsturz oder irgend sowas in der Richtung. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was wir noch so jetzt hier im Fantasyland so erleben können. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit im Fantasyland waren und eigentlich mehr so Attraktionen für Kinder hatten, gehen wir jetzt mal auf eine Attraktion drauf mit ein bisschen mehr Thrill, mit Action. Und ich weiß ja, haben wir schon drüber gesprochen, du magst das Star Wars ganz gerne, ne? Ja. Kennst du eigentlich auch alle Filme von, oder? Alle Filme. Alle Filme von. Ja, dann wird dir auf jeden Fall die Attraktion, wo wir jetzt hingehen, sehr gut gefallen. Das ist ein Flugsimulator. Das Besondere ist, es gibt dann halt verschiedene Episoden, die immer wieder neu zusammengelegt werden. Es waren mal 22 Episoden, jetzt ist es mal durch den neuen Star Wars Film weiter hinzugekommen. Und das ist Star Tours. Außerdem können Sie doch einen Schirm. Was übrigens bei dieser Attraktion immer sehr schön ist, ist auch der Wartebereich. Also wirklich, vor allen Dingen, der war auch damals schon so gestaltet. Es gibt dann so ein paar Elemente, die neu hinzugekommen sind. Aber allein schon der Wartebereich, der lohnt sich dann auf jeden Fall, hier hinzukommen. Und das Besondere ist dann auch eigentlich, dass der Flugsimulator tatsächlich so aussieht, wie der hier auch drauf aufgestellt ist. Das wird man später auch sehen. Einfach mal drauf achten. Every Star Speeder is equipped with the most reliable pilots. Riggs, with light jacket. Advanced Astromechs. And the latest IC360 camera droids. With more flights to more destinations, why not take your tours with Star Tours? Convenient daily departures. Star Tours is not responsible for lost or destroyed luggage, missed flights, disruptions in service caused by imperial entanglements, meteor showers, asteroid belts, or black holes. AC pilot droids may vary. Hyperspace travel and cam droids not available on all flights. Routes are subject to change without notice. Have a nice flight. Ja, da hast du jetzt gerade alles verstanden. Der hat das so schnell gesagt. Ja, das war ja auch mehr so Spaß. Das sind immer diese typischen Werbefilme mit den ganzen Bahnhinweisen, die man immer so hat. Typisch in Amerika. Und übrigens vielleicht noch zu dieser Attraktion. Die Idee zu dieser Attraktion hatte eigentlich der Sohn vom damaligen Disney-Präsidenten, so 1987 war das, weil er gesagt hat, in Disneyland gibt es halt viel zu viele mehr Kinderattraktionen. Man will ein bisschen mehr Attraktion haben mit mehr Thrill. Und das war dann die Idee, um der damalige Präsident Michael Eisner George Lucas dann angefragt hat, dass er eine Attraktion erstellen soll mit einer Art Flugsimulator hier fürs Disneyland. Und es ist auf jeden Fall einer der ganz populären Attraktionen. Vous allez vous amuser, je pense pas. Et chaque souvenir en bord de Jar Jar Binks, c'est un ridicule. So, jetzt haben wir es gleich schon geschafft. So. Also, hello. Hello, two people. Yes. Okay. Number 5, please, and okay. Thank you very much. Ja, jetzt haben wir schon mal unsere 3D-Brillen bekommen und ja, sie hat sofort erkannt, dass wir Englisch sprechen, also Leute sind bis auf die Nummer 5. Nummer 5 lebt. Gleich sind übrigens Aufnahmen nicht erlaubt, aber naja. Aber muss man dann an dem hinkommen und dann kann man sich das dann auch live anschauen. Okay.
Luis Capitaine du Dieu, c'est 3 PO. Ah, mais c'est le système. Il était temps. Le motivateur Bimer fait les siennes. Ah, le Bider est comme une seconde langue pour moi. Mais malheureusement, je ne peux pas le réparer ici. Les passagers doivent se tenir prêts. Dernier appel. Nous sommes prêts à décoller. Merci. Jetzt haben wir Platz genommen und werden dann aufgefordert, natürlich die Kamera auszustellen, denn wie gesagt, während der Fahrt sind keine Aufnahmen erlaubt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön. Es sieht im Grunde aus wie ein richtiges Raumschiffflugzeug. Ne? Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Zusammenstellung es heute gibt. Ja, jetzt sind wir gerade raus. Und dein Eindruck? Das ist mega cool. Also die Geschichte war cool erzählt. Ja, und man wird ja richtig schon ordentlich durchgeschüttelt, ne? Oh ja. Also, wir hatten jetzt gerade auch übrigens eine Version in der Fahrt, wo es am Ende vor allen Dingen auch extrem durchgeschüttelt worden ist. Ich glaube, das ist so die krasseste Fahrt. Wie gesagt, es wird immer neu zusammengestellt. Das heißt, man kann immer wieder hin, man hat immer wieder was komplett Neues. Und das ist halt das Besondere einfach. Es wird einem einfach nie langweilig. Und wie gesagt, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. So, und wie versprochen sind wir jetzt mal dabei, uns mal einen Shop anzuschauen, denn das ist halt natürlich das, das kommt jetzt häufiger mal so vor, dass nach einer Attraktion, insbesondere bei diesen Sonderattraktionen, dann mal direkt einen Shop oder ein Restaurant sich dann anschließen, und hier haben wir halt einen Shop. Da gibt es dann im Grunde alles, was das Star Wars Herz so begehrt. Ja, und hast du da schon irgendwas ausgesucht oder so? Oder warst du gestern schon glücklich und zufrieden mit dem, was du so geholt hast? Ach, man kann ja immer mal gucken, was es noch so gibt. Man hat ja immer nie alles gesehen. Genau. Auf jeden Fall glaube ich, was du super gerne magst, ist glaube ich das, was da vorne zu sehen ist. Wobei, nee, das ist ja im Grunde gar nicht Baby Yoda, ne? Das ist der alte Yoda. Genau, das ist der ältere Yoda. Aber ich glaube, den Baby Yoda, den finden wir wahrscheinlich auch noch. Jetzt bist du fündig geworden. Oh ja. Endlich der Baby Yoda von der Disney Plus, vom Disney Plus Original The Mandalorian. Ja. Also. Das ist das Beste, was man haben kann. Genau, was hast du da Preis eigentlich? Der wäre jetzt bei 29,99. Ja. Also, das Gute ist übrigens, auch bei der Jahreskarte hat man ja immer 20% Rabatt. Ja? Das heißt also, immer umrechnen, wäre es auf jeden Fall dann schon was günstiger. Und ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es ganz viele Disney-Shops hier. Ein Besuch lohnt sich da auch, weil die natürlich auch von der ganzen Aufmachung ja mal sehr schön thematisiert sind, wie man das ja auch auf dem Video immer sehr, sehr gut sehen kann. Ja, jetzt sind wir gerade im Adventureland und jetzt habe ich übrigens auch noch einen Gast dabei, und zwar ist das Arno. Hallo. Arno ist ein
cast member here in Adventureland. Exactly. Yeah, you work here as a cast member? Yes, I work in the shops. Okay, here only in Adventureland? On Adventureland, yes. Okay, mostly. And when did you start your job here in the Disneyland theme park? I started last summer. Okay. I originally started in Fantasyland, okay. Just behind the castle. Okay. And then I moved to in October on Adventureland. Mm-hmm. And now I'm here every day. Oh, okay. And what did you like more, the job in Fantasyland or here in Adventureland? I prefer Adventureland. Ah, okay. Why? For the theme, okay. The costumes, the environment, and just the products, the shops. Okay. And you have to work, I think, every day here in the yes. theme park, of course. We have like 2 days off each week. Okay. But then we are here every day, yeah. Mm-hmm. Okay. And do you are sometimes in your free times here in the Disneyland theme park too? Yeah, I often come here with friends. Okay. Or with family. Also, when they're here, I can invite them and just have fun, yeah. Okay. So, if you are a cast member, you can come to the parks every time, or yeah. Do you have a limit? Anytime we are free, we can come here. Okay. Yeah, no, that's, I think that's very good. Yeah, mm-hmm. It's quite nice, yeah. Yeah. And the last month, during the lockdown, was it very difficult for all cast members here? Because they can't work? It was kind of weird, yes, but I think it's like that for everyone, you know? Yeah, okay. We just stayed home, we were safe, so mm-hmm. It's kind of cool. Mm-hmm. But yeah, we are always happy to come back here and work again and see the guests and, yeah. And our co-workers as well. Yeah. What is your favorite attraction? My favorite is the Phantom Manor. Yeah. And Pirates of the Caribbean, of course. Oh, okay. Why this attraction? I just love the atmosphere inside and, yeah. And the costumes. Yeah, okay. And what are you doing at the shops? Well, mostly it's animation. Yeah. We welcome the guests. Mm-hmm. We give them tips and recommendations if they need help for anything. Mm-hmm. Okay. And just being here to for them, you know, and yeah. Just. And it was your big wish to work here in Disneyland? In Disneyland, yeah. Yeah. Since I'm a kid, I've often come here with my family, yeah. My parents okay. And such, and I've always wanted to work here. Okay. So yeah, I'm really happy to be here. Ja, not bad. Ja, Mike, ne? Man muss sich auch noch mit hier ein bisschen integrieren, ne? Wo hast du denn jetzt noch Bock? Was soll man machen? Ich hätte noch mal Bock, auf die Indiana Jones Bahn zu gehen. Tja, dann lass uns noch hin. Do you want to come join us to the Indiana Jones Roller Coaster? Sure. Yeah? Yeah. Okay, so then let's start to the Indiana Jones Roller Coaster. Let's go. Das war jetzt unser letzter Tag und unser Wochenende natürlich auch hier im Disneyland Paris. Ja, wie war es denn jetzt so nach 22 Jahren mal wieder? Ach, ich bin sowas von überwältigt. Es war so berauschend, es waren so viele Eindrücke. Nächstes Jahr sofort wieder. Ja, ja, also wie gesagt, es ist glaube ich bei jedem, der dann einfach mal wieder hier erscheint. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß auch bei dem Video oder den beiden Videos besser gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr es liked und vor allen Dingen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann einfach die Glocke aktivieren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, es ist Time for Disney.